Kaufautomat, bitte. Oh nein. Wie viele können wir denn bauen? 4 Automaten? 4 von 4 sind gebaut. Ach so, Keule, du bist ja auch ein Verkaufautomat. Da ist mir doch tatsächlich die Glasur ausgegangen. Aber oh, wir haben dich gar nicht zurückgesetzt, ne? Stimmt, es tut mir so leid, aber du bewegst dich, du bist schon cooler. Ich habe alles berechnet. Ach Mensch, also wirklich? Ja. Variation, nee, ich will nichts abreißen. Nein, 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 du bist schon sehr cool. Ich hätte dich fast abgerissen. Ich hab dich lieb, Knutschi. Oh Mann. Diese Limitierungen. Der Roboter ist auch cool. Der bewegt sich genauso. Eigentlich gehört er ja hier nach oben. Aber hier vorne seid ihr auch sehr, sehr cool. Ein andermal, ja. Blue-Rich Karawanen, Verkaufomat. Schweren Herzens lassen wir dich erstmal liegen. Und ich glaube, das könnten wir fast schon sagen für den Verstärkten. Überschreitet maximale Bauanzahl. Problem gelöst. Wir können nur 2 bauen. Okay, aber bist du cool? Bist du cooler als der normale? Ja, bist du. Alles klar. Hey, Bauernwagen, normaler Bauernwagen. Guck mal da drüben. Block. So. Na? Kriegen wir dich jetzt auch noch hier reingeschummelt? Es wird ein Wagnis. Du bist störrisch, ich merke das schon, aber du bist viel cooler. Oh mein Gott, viel, viel cooler. Boom, Schakalaka. Hat gar nicht lange gedauert. Mein lieber Scholli. Und ich musste überhaupt nicht die Nuka-Cola-Flasche ein bisschen mehr in die Ecke schieben. Aber nicht viel. Du bist so viel besser als der normale Bauernwagen. Du bist wirklich verstärkt. Wer hätte das gedacht? Übel. Da freut sich der viel trinkende Besucher des Fight Clubs. Damit kommt er sicher nach Hause. Und das Baubudget ist auch fast voll. Und danach dürfen wir uns ein neues Bauobjekt suchen. Aber nicht das Studio. Ich fühle das Studio einfach nicht. Ist vielleicht auch ganz cool oder so. Aber vielleicht holen wir uns wirklich mal so eine Landschaft. Und dann bauen wir uns einfach selber ein Gebäude hin. Direkt am besten beim Schnellreisepunkt. Und dann fangen wir da an zu bauen. Wir haben ja... Alleine schon, dass wir dann diese Landschaftsunterkunft haben, ein erhöhtes Baubudget und könnten dann ein gutes Drittel dort mehr bauen. Und wenn wir uns dann nicht, ich sag mal, auf der Fläche ausmehren, können wir detaillierter die Hütte, die wir da hinstellen, ausbauen. Das könnte sehr, sehr cool werden. Angreifer aus dem All, meine Güte, sag mal, wie schnell vergeht denn hier mal die Zeit heute? Übel. So, war hier noch was? Aber nicht, dass ich wieder Bummelletzter bin. So, haben wir. Wollen wir nicht. Danke, nein. Ein Geschützturm hier drinne. Ja, der soll aufpassen, dass hier keine Kinder reinkommen. Sehr gut. Das ist Verantwortung. Und die übernehme ich gerne. Gut. Danach Baupläne. Aber jetzt erstmal Angreifer aus dem All. Da sind sie auch schon. Alienköpfe. Sie sollen platzen. Sofort. Vorsichtig. Sie sind nicht ohne. Auch wenn wir gerade in einer niegelnagelneuen Powerrüstung stecken. Optisch hochwertig. Aber rein funktionell ist sie die gleiche. Deswegen. Sie schützt uns, aber nicht vor allem. So. Zerlegen. Ja. Und jetzt darüber, bitte. Block, 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 block. Ein Verbrannter. Hallo? Sag mal, was ist denn hier los? Welcher ist es denn jetzt? Der hier, ne? Würde ich doch wohl meinen. Der Marker spinnt ein bisschen. Aber nur ein ganz klein bisschen. Ideal von hier oben. Finde ich gut. Besucher-Tee. Ach ja, stimmt. Wenn wir schon mal dabei sind. Und eine Twist mehr haben wir aber nicht. Echt nicht. Tut mir auch ein bisschen leid, muss ich sagen. Doch Drogen. Stimmt, Drogen, Kaffee. Alles super. Das ist nicht nichts.
Ein solider Anfang. Kommen die Granaten bis hierher? Weiß ich nicht. Nein. Nein. Alles cool. Hier oben hätten wir sicherlich auch eine Chance ohne Powerrüstung. Aber sie sollen ruhig sehen, dass wir den VLC-Player auf der Schulter tragen. Wir stehen dazu. Für mich immer noch der beste Videoplayer aller Zeiten. Wobei bei 4K-Material nehme ich ganz gerne den Podplayer. Aber VLC macht, ich sag mal, übergreifend dann den solideren Job. Aber gerade dann in Sachen hochwertige 4K HEVC-Aufnahmen, also für diesen speziellen Einsatz, macht dann wiederum der Podplayer eine bessere Figur. Ein verzwicktes Thema, ähnlich wie die Bierfässer, die Vergangenheitsleo noch nicht so richtig ausgeschöpft hat. Wo sind sie denn? Wir wollen sie nicht umsonst freigeschaltet haben. Haben wir überhaupt schon irgendeins davon aufgestellt gehabt? Ich weiß es gerade nicht. PS, neue Aufnahme, neues Glück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wo sind die? Die sind hier unten gar nicht baubar. Deswegen haben wir die nicht gebaut. Gerade eben habe ich sie aber gesehen in der Übersicht. What the heck? Ist ja super mysteriös. But anyways, gucken wir gleich nochmal nach. Wir wollen erstmal wieder erneut Angreifer aus dem All spielen. 10 Leute mitten in der Nacht oder es sind Frühaufsteher. Ist alles möglich. Und ich hätte vielleicht dem Leo seine Cola geben sollen. Aber nun gut, jetzt sind wir hier mit 1300 Schuss auf Petto. Und ein bisschen zu wenig verstrahlt. Aber da können wir ja schnell was ändern. Richtig. Ja, hier, Fleisch. Jede Menge Gammelfleisch. Auf das haben wir es abgesehen. Aber die Strahlung geht nicht runter. Die Anzeige spinnt. Was für eine Überraschung. Rüber! Hau sie weg. Stimmt das Loadout wenigstens? Ja. Zumindest das. Und wir sind jetzt hier drüben. Das Event läuft noch für 7 Minuten. Aber die Angaben stimmen da oft nicht. Jetzt schon Raketen. Wir sind ein bisschen spät dran. Aber alles kein Problem. Wie wäre es mit einem Besuchertee? Den haben wir zumindest. Im großen. Zahl immer schön mit dabei. Mit Twist, na sichi doch. Drogen, Kaffee, Ballisto, bon. Ja. Und dann hier hoch. Trotzdem in Bewegung bleiben. Wegen der Granaten. Die schießen die aus dem All. Da muss man richtig vorsichtig sein. Oh, nett. Wir machen noch ein paar Score-Punkte im Hintergrund. Na, immerhin. Immerhin. Ich musste gerade beim frischen Einloggen feststellen, dass wir ganz schön viele Atome vom noch aktuellen Season Board im Voraus, naja, schon beansprucht haben. Das wäre jetzt gar nicht genug. Also kein Notfallkontingent an Atomen haben für Season 19, falls wir doch irgendwie aus Zeitgründen oder so dann doch mal irgendwie 10 Level dazu kaufen müssen. Naja, müssen wir uns umso mehr reinhängen. Geht ja bald wieder los. Und dann kommt der Raid. Da müssen wir wirklich fit sein. Hallöchen, Abend, Abend, Abend. Nehme ich hier. So, darüber bitte. Wir kommen ja schon. Nehme ich überhaupt auf? Ist das Mikro richtig eingestellt? Test! Könnt ihr mich hören? Ja, so, okay, schlägt noch. Annehmbar aus. Das ist das Monster von Flatwood. Immer wieder ein gern gesehener Gast. Bei Angreifer aus dem All. Wahnsinn, was für ein schönes, chaotisches Event. Ich komme gerade aus einer Stalker 2 Aufnahme. Hat der ein oder andere, der das jetzt hier sieht, vielleicht schon mitbekommen, dass ich das auch spiele. Aber ich komme sehr gerne gerade wieder zurück zu Fallout 76, zu dieser chaotischen Action und halt der angenehmen Chillplay verwöhnten Auflade Spielrunden, die ich hier gerne verbringe. Das gibt mir Kraft, das gibt mir Energie. Oh, da ist er, der Dicke. Und weg, Mann. Boom, Schakalaka. Wir haben so viele Bauprojekte und wir brauchen Module.
Ich habe es nicht vergessen. Ganz wichtig. Können wir wieder hier. Zerleg das Teil. Ula. Für Amerika. Danke sehr. Danke, danke, danke. Mit der neuen besten Powerrüstung aller Zeiten. Präsentiert vom VLC-Player. Grundsolide. Aber halt nicht unbedingt geeignet für hochwertige HEVC-Aufnahmen. Aber eine andere Geschichte. Ich hatte da früher beim Abspielen, beim Testgucken von Aufnahmen so leichte Dips drinne, wenn die Bitrate zu hoch war. Was ja ganz gerne mal in V-76 passiert, wenn zu viel Gras im Bild ist und OBS halt eben die Bitrate hochdreht, um das voreingestellte Qualitätsniveau zu halten. Meine Güte, sag mal, wie viel Muni, ey. Das gibt's ja nicht. Ist ja verrückt, das Ganze. Aber aktuell haben wir weniger Gras, ne? Es hat geschneit über Nacht. Wir waren alle sehr überrascht, aber es war wirklich Zeit, ne? Es weihnachtet ja schon so ein bisschen. Überall gibt's Dominosteine. Deswegen, ne, kannst du ruhig mal schneiden in V-76. Aber Score-Punkte, die brauchen wir nicht mehr. Nein, 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 ist gut. Wir wollen nicht übertreiben. Den Bonuskram holen wir uns sowieso nicht ab. Entschlüsselung? Nee, nee, Module. Bei Modulaufgaben bin ich dabei. Ansonsten richtig Baupläne. Der ein oder andere hat mir geschrieben, dass ihm das stört, dass ich so viele Baupläne nicht gelernt habe. Und genau für die machen wir das jetzt auch. Unter anderem, außerdem halt auch für die Bauobjekte. Weil nun ja, wir wollen die Pläne ja nicht einfach nur so umsonst gesammelt haben. Aber okay, voller Fokus. Und dem Leo seine Cola geben. Meine Güte, was für ein schönes Wetter. Das hätte ich jetzt ganz gerne. Bei uns in Berlin, in Deutschland. Na du, ich bin nicht traurig. Ich weiß, dass meine Augen anders aussehen. Aber das liegt halt an der dunklen Jahreszeit. An für sich geht es mir sehr gut. Und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Aber es zieht mich auch so ein bisschen runter, wenn du sowas sagst. Weißt du? Nur mal so am Rande, ne? Aber okay, weiter. Ballistobock. Oh oh. Wir sollten welchen herstellen. Schon mal so ein bisschen auf Pump für Season 19. Die irgendwo kurz bevorsteht. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Und Espresso von der schönsten Kuh der Welt. Für die einen ist es nur ein Brahmin. Für die anderen die wahrscheinlich schönste Kuh der Welt. Haben wir Turbodünger ausgewählt? Zeig mal bitte. T-Tose-Urbodünger. Und dann Aufhebelotau. Zack, zack, zack. Lock. Danke sehr. Gib mir den Korn. Den Klingenkorn. Bis zum Anschlag. Und im Hintergrund das Institutlied aus Fallout 4. Spielen wir irgendwann zu Ende. Aber sowas von. Ich höre jeden Tag so ein bisschen aus dem Soundtrack. Wenn ich auf meinem Balkon sitze und Kommentare beantworte. Auf meinem Handy. So schön. Ich liebe den Soundtrack. Ach ja, stimmt. Wir sind ja aktuell selber ein Alien. 10. Und das wär's, ne? Oh, perfekt. Perfekt abgepasst. Wasser und Klingenkorn. Beides. Gleichzeitig leer. Und da besäuft sich das Alien im Hintergrund. Ach je. So, wir können alle ablegen. Machen wir auch. Mhm. Und dann auch das Legendärgut. Gewinnbringend investieren. Wir haben 17.000 Kronkorken. Wir waren lange, also wirklich lange, lange, lange nicht mehr so reich. Ne, brauchen wir nicht. Und hier Waffengeschwindigkeit. Yes, come on. Heute ist der Tag. Es hat geschneit. Heute kann wirklich alles passieren. Nicht nur, weil es Fallout 76 ist. Auch weil es einfach mal geschneit hat. Komm schon, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon. Nehme ich.
Nämlich. Nein. Na, er ist vielleicht ein Glücksbarben, ne? Man weiß ja nie. Ich möchte ihr keine Chance unausgenutzt lassen. Zerlege Loadout, auch wenn es nichts bringt. Der Aberglaube, ne? Komm schon, Waffengeschwindigkeit! Hier, Jimmy. Warte. Ach, kann ich gar nicht ablegen. Wegen Herzchen, ne? Hier, Jimmy. Hast einen Kaffee? Ist in Ordnung, ne? Kannst mir später danken. Wir sehen uns. Immer auf der Lauer. Notizen. Baupläne. Deswegen sind wir hier. Alter Schwede. So, wir müssen uns doch mal wirklich sicher sein und uns einen Überblick verschaffen. Oh, da war noch ein Flux, ne? Eine Sekunde. Sollten wir weglegen. Warte mal, hier ist ja noch was. Beweglichkeit. Was? Wie bitte? Warum wurde das gerade eben nicht angezeigt? Wurde es angezeigt? Nee, ne? Achso, wir waren nur auf dem Neureiter. Das erklärt einiges. Aber davon möchte ich nichts haben. Hiervon auch nichts. Das sind Scheine. Da war gerade eine Fliege auf meinem Bildschirm. Wo kommt die denn her? Atlas? Fass. Der mag keine Fliegen. Der macht gerne Jagd auf Fliegen. Wie so eine Katze. Ach ja, stimmt. Und du bist dann sehr weihnachtlich, richtig? Wenn Schnee gefallen ist. Gut. Scheine, Scheine, Scheine. Wir brauchen eigentlich... Also in erster Linie haben wir ja gespart gehabt. Für... Blutig Laser, ne? Und für Karin, stimmt. Blutig wäre schon nice für Karin. Und dann noch Waffengeschwindigkeit. Ach ja, Karin war ja Boogie. Ist das mittlerweile behoben worden? Lass uns das kurz ausprobieren. Bevor wir Baupläne umsetzen in die Realität... Testmonster, oh Testmonster. Heute mal ein ganz, ganz anderer Test von und mit dir. Mein gelöcherter Compadre. Da hinten, da ist es schon. Vielleicht hast du heute einen ganz einfachen Job. Karin, jetzt. Ah, sieht schon nice aus. Ich freue mich schon drauf, wenn das Ding funktioniert. Nope, tschüssi, bis dann. Aber nicht, dass wir hier verfolgt werden. Aber wir machen ja aktuell sowieso mehr Schaden, wenn wir zielen. Aber nun ja. Das ist nicht das, worauf ich mich gefreut habe in Bezug auf diese Waffe. Blutig. Und dann Explo oder Waffengeschwindigkeit. Das dritte Attribut haut schon hin. Ebenso auch bei Blutig Laser. Blutling, Entschuldigung. Blutling Laser. Kritischer Schaden ist auch akzeptabel. Wir hatten das schon genau richtig. Den justierten, verlängerten Lauf raufgefriemelt. Aber noch nicer wäre halt... Wäre halt Waffengeschwindigkeit. Oder auch Explo. Basteln wir uns unsere eigene Legacy-Waffe, auch wenn es, naja, nur noch bedingt viel bringt. Aber schon ganz okay. Ja, ist ja zumindest schon mal blutig gewesen. Und das andere Problem war ja jetzt, dass wir richtig die Krallen gar nicht mehr selber herstellen können. Das unaufhaltsame Monster. Trotzdem danke für die Info. Und hier müssen wir auch noch Teile kaufen. Für Karin. Aber so brauchen wir sie nicht mit uns rumschleppen. No way. Macht keinen Sinn. Karin, ab in die Kiste mit dir. Wir setzen aktuell auf die rostige Klopperina. Die aber nichts von ihrem Charme verloren hat.
Oder es wäre... Da läuft irgendwer durch die Wohnung. Schon wieder. Meine Güte. Ich muss mich auf meine Baupläne konzentrieren. Alles will mich ablenken. Alles. Aber nein, heute geht es um die Baupläne. Selbst wenn jetzt Einbrecher in der Wohnung sind, nehmen Sie die Hunde. Aber lassen Sie mich hier meine Baupläne bauen und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.